Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade auf diesem Marsch, wir sind 2.8. Ja, auf Feld Nummer 4 wird jetzt Sonne ausgesehen. Eine Ölfrucht wegen der Fruchtfolge, vorher war ich Hauptfrau gewesen, jetzt machen wir hier Sonnenblumen. Auf Feld 65 ist aktuell die Aussaat mit Hopfen, das geht recht zügig voran, habe ich gerade gestern angefangen. Und hier entsprechend, gerade begonnen. Ne? Ein Gerät müsste eigentlich reichen normalerweise. Später wird es eben kleiner. Und ich wollte nun heute schauen, dass ich Lager baue für Dünger und Saatgut. Nun muss ich einen Platz finden, wo es optimal steht und nicht stört. Wir haben hier auch schon Platzproblem. Aber hier zentral, das irgendwo macht irgendwo Sinn. Ne? So, rein theoretisch könnte man es hier hinstellen. Das ist Dünger. Haben wir noch vergessen. Na. Stellen wir hier so hin. Zack. So, das sollte eigentlich jetzt hier hin. Die Bäume stören. Da könnte man genau die Kante annehmen, ne? Die Fräser bestimmt um beim Sägewerk sicherlich. Kraftwerk? Ne, da nicht. Achso, wir sind noch da. Müsst ihr mal vielleicht holen. Platz schaffen und geht schon irgendwie, ne? Mit Kalk war ich eigentlich mit durch gewesen. Räumen auch gleich weg. Waschen tue ich jetzt nicht. 100%ig baue dann irgendwie einmal, garantiert. Ja, unsere Schneeschiebe-Dinger und alles hat sich verschoben. Fragt man nicht warum, ist so. Da wird so nix. Ja, Düngerlage und so, das brauche ich deswegen. Oder für Saatgut. Damit die im Prinzip mit Autodrive aufladen können. Ne? Hey. Kurve nehmen sollst du. Fahren wir hier rein. Müssen wir gucken. So. Dazwischen muss er noch rein. Ich wollte gleich einen Traktor nehmen und entsprechend dann mal die Baumfräse holen und dann entsprechend da. Maßarbeit. Schnell zum Sägewerk und das Ding holen. Irgendwann ist so weit, da brauchen wir Dünger und Saatgut, dann kann es eingestellt werden dafür. Wenn ich jetzt und später halt, ne? Man könnte auch mal Produktion direkt nehmen, aber das ist mir ein bisschen ungünstig. Sieht ja da eine Güllefass steht da am Wege. Selbst schuld. Aber so weiß ich genau, was im Lager vorhanden ist. Also seit angefangen, ne? Ja, Dienstag. Ja, da sind noch 14 Tage bei mir. Beziehungsweise nicht mal, ne, nicht mal. Jetzt in Richtung Urlaub. Nächste Woche Spätschicht. Dadurch schön. Ausschlafen. Und dann noch einmal Frühschicht. Ist auch schön, schön kühl. In der Spätschicht immer schön warm. Wenn die Sonne nicht scheint und es auch draußen mal heiß wird, dann ist es recht unangenehm von der Temperatur her. Da haben wir auch noch viele Stunden zu sehen, aber das machen wir alles, machen wir Zeit haben.
Nicht Lust und Laune. Ach, hier oben fällt 13. Da muss ich auch noch gucken. Da flügen. Ja. Da wohl Tabak rein. Ja, wir haben ja Frühlingszeit. Ist ja nicht so, dass wir einen Tag alles schaffen müssen. Solange wir Skate auf 1 spielen und dann sehen wir weiter. Das stelle ja auch den Mistfahrer jetzt nicht ein, weil Mist nicht da ist, glaube ich. Und Grünschlüssel auch nicht. Mit 1 wird nicht so viel produziert. Aber halt beim nächsten Mal halt, ne? Dass ich ein bisschen Gehirntraining noch alles machen will. Und vor allem in einer Woche, was du hast da gemacht, was willst du machen und so. Wenn du zwei Themen machst und dann noch nebenbei ein anderes Spiel noch machst, das ist schon vom Kopf her, ne? Arbeit. Wo ist denn die Fräse? Ach, die ist. Dummerchen. Die ist auf Feldmo bei 13. Fällt mir jetzt gerade ein, apropos Gehirntraining, ne? Naja, gut. Zumindest haben wir den Kaltschall weggeholt. Und den checken wir jetzt mal hoch. So. Und wir springen jetzt mal rüber. Das sieht gut aus. Geht zügig voran. Hab nicht gedacht. 13. Sägemaschine. Ja, da haben wir doch hier. Da war doch fertig, ne? Hier müssen wir noch planieren, also ebnen und flügen. Und hier wollen wir erstmal sehen, dass wir hoffen, dass alle Stümpfe weg sind. Unser Pappel noch nicht so weit. Es kommt garantiert zur Ernte, wenn wir keine Zeit haben. Aber Pappel ist ja auch nur ein Kompromiss. Normalerweise sind die ja Dinger richtig hoch, ne? Ich glaube, reell brauchen die 10 Jahre, um eine gewisse Größe zu erreichen. Und dann gehen sie rein mit so einem Spezialschneidwerk und dann werden die Dinge halt. Dann haben die unten zwei Kreissägenblätter mit Vita bestückt. Etwas grob, ne? Also, dass sie nicht so empfindlich sind. Die Pappel sind ja an sich weiches Holz. Eigentlich würde man sowas sagen: Pappel, sowas heißt es mir nicht. Das ist keine Heizkraft da. Abrufen, angekommen. Aber wir müssen da ein bisschen weg, sonst können wir da keine Silos hin. So. Das sieht irgendwie blöd aus, wenn da Bäume stehen und mittendrin in Silo sind Bäume, also dann Bäume drin. Ne? Das ist ungünstig. Der Vorder kann bleiben. Die Birke denken auch noch weg. Ja, ich habe extra ein Glas genommen, weil der hat nämlich vorne auch so einen Antrieb dafür, ne? Der Fan hat zwar auch funktioniert, aber halt optisch fehlt er immer irgendwas, ne? Weg ist er. Auch weg. Das vorne die erste Reihe kommt leider. Das Licht muss wahrscheinlich auch weg. Mal schauen.
Rucksack. Glaube. Licht aus. Hochsparen. Kann man hier vorne hin? Ja, gut. Mein Fehler. Der macht mich gleich leer. So, Bäume. Ach Quatsch, hier. Zwei Silos. Und zwar. Güllelager. Na, brauche ich nicht. So viel Gülle haben wir gar nicht. So, einmal Saatgutlager. Müssen wir drehen. Immer ein bisschen auch drehen. Von der anderen Seite her. Von vorne. Puh, ja. Ist es da vorne so genau richtig? Müsste passen normalerweise. Zu viel gedrückt. Zurück. Ich wollte nur anschauen, wie es aussieht optisch. Das entspricht meinen Ansichten. Aber wir drehen, ne? Aber gut. Anscheinend ist das so. Wir müssen das nach vorne machen im Prinzip. So. Dann müssen wir das nächste hier bauen, aber das Licht steht im Wege, das werden wir gleich mal verkaufen. Ne? Ne, OP. Garage. Da ist beide näher im Prinzip beim Aufladen im Bereich von Autodrive drin ist, wo man dann beladen kann. Sonst kann es sein, dass das nicht erkennt. Wenn es weit entfernt ist. Es sieht nicht so aus, dass zu weit entfernt wäre, aber es könnte sein, vielleicht brauchen wir noch ein drittes Silo irgendwann mal. Und dann wäre das ungünstig, wenn man da vom Platz her zu viel. Verschenken würden. Hier wollen wir Dinge anzählen. Ich verkaufe beides. Und zur Not wird später neu gesetzt, ne? So, der erste war Saatgut und nächstes Mal Dünger kaufen. Dünger. Kalklager wüsste ich jetzt nicht. Doch, Kalklager haben wir auch. Saatgut. Saatgut? Dünger hat er auch gehabt? Nee, ne? Dünger war keiner. Komischerweise. Ist halt mal so. Gut. Düngerlage. Solange wir keinen Kalk selber herstellen, brauchen wir auch kein Lager kaufen, ne? Wäre ja Blödsinn. So. Ein bisschen in eine Richtung geht. Der Maurer hat eine Schnur gespannt jetzt. Gut. Und genau genommen, ein bisschen mehr Farbe hätte gut getan, ne? Statt lackieren, ne? Na, dann können wir gleich mal was einfüllen. Dann können wir mal gucken, was an der Jaskin drin ist, Anhänger. Dann können wir gleich Traktor nehmen und Dünger holen. Da ist drin, ich glaube, Packschätze. Fahren wir gleich mal weg.
den anderen Traktor nehmen können, na, der geht auch. Den Klaas hätte ich auch nehmen können. So, das ist Zuckerrüben. Oh. Das Lagerchen wird auch nicht rein. Dann checken wir mal zum Zuckerfabrik. Da wird nichts. Verkaufsstellen. Geladen Rüben Kompass. Geht ja nur darum, dass wir hinfahren, ne? Das soll nicht auskippen. So. Und doch ein Glas nehmen. Die Fräse lassen wir hier vorne stehen. Dann nehmen wir gleich den ersten besten. Da kriegen wir keins rein. Da, also links, was hier Bergmann ist, da kriegen wir keinen Dünger rein. Kein Saatgut. Schau mal, ein Grün, da war früher Mist drin gewesen. Wenn nicht ganz leer sein sollte, müssen wir halt ausleeren bei der BGH oder hier beim Düngerfabrik. Hackknutze. Ja, den leeren wir auch kurz aus. Bei uns im Lager. Wegen 8000 haben wir jetzt nicht extra los. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für heutige Folge. So, schönen Dank für fleißig reinschauen, schönen Dank für fleißig, ja, kommentieren und liken und für alles halt, ne? Tschüss, ciao. Morgen geht's hier weiter, hier auf dem Arsch. Wir laden unser Lager für Dünger und Saatgut. Tschüss.